Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder mit Daniel. Ihr habt euch den ultimativen Vertrauenstest gewünscht und deswegen haben wir auf dem Zettel Wahrheit oder Lüge geschrieben. Die müssen wir dann ziehen und dann steht bei uns, okay, wir müssen die Wahrheit sagen oder Lügen, ne? Und dann ziehen wir uns die Aufgaben, die ihr mir auf Instagram gestellt habt und müssen die vortragen. Und die Person muss dann sagen, ob man lügt oder die Wahrheit sagt. Und wenn wir übereinstimmen, dann kriegen wir einen Punkt. Wenn wir nicht übereinstimmen, dann wird die Aufgabe entweder erledigt oder halt nicht. Ja. Und ich würde sagen, ich fange an. Und wir legen immer die Zettel mit den Aufgaben zusammen, damit ihr dann unten sehen könnt und ich euch hinschreiben kann, ob wir es lügen oder die Wahrheit sagen. Das heißt... Okay. Ich werde nicht deine Zahnbürste in die Toilette tauchen. What? Ja, ist die Wahrheit. Ja? Mhm. Ich werde nicht deine Zahnbürste in die Toilette tauchen. Ja, natürlich will sie nicht. Wenn ich jetzt einfach ins Bad gehen würde und das kurz davor halten würde, würdest du mir noch vertrauen? Ja. Ja? Ja. Ja, ich habe die Wahrheit gesagt. Okay. So hier, ne? Ja. Warte mal, darfst du ja nicht sehen. So, und die Zettel nehme ich raus. Genau. Dann nehme ich noch ein Zettel. Es gibt so viele schlimme Aufgaben. Ich habe jetzt... Ja, genau. Und was ich vergessen habe, wir dürfen nur zweimal die Person der Lüge bezichtigen. Das heißt, selbst wenn die im Nachhinein dann immer noch lügen, haben wir verkackt. Ich werde deinen Kopf. Ich habe sie nicht richtig durchgelesen. Sorry. Ich werde deinen Kopf nicht in die Schüssel, in den Teller Mehl tauchen. Machst du nicht? Das ist die Frage. Du machst es nicht. Ja, sicher? Meine Mutter hätte jetzt gesagt, wer mir nicht in die Augen gucken kann, ohne zu lachen, der lügt. Du machst es nicht. Das heißt, du sagst Lüge? Nein. Ich frag dich. Du machst es nicht, oder? Wie, du fragst mich? Machst du das jetzt wirklich nicht? Ja, magst du oder weiß nicht? Das ist die Frage der Fragen. Ich vertraue dir. Das heißt, du sagst, ich sage die Wahrheit. Ich sag's die Wahrheit. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Das ist falsch. Ja. Das ist ein bisschen... Oh, sieht so gut aus. Das ist ein bisschen Superhero-Vibe hier. Mhm. Ja. Ich hasse dich. Aber es sieht auch optisch so ein bisschen Superhero-Vibe. Okay. Das kann ich schon sagen. Das ist nicht unbedingt unsexy. Boah, das sieht mir fast der Teller aus den Händen entglitten. Ich werde dir keinen Rasierschaum in deine Haare schmieren. Das krümelt alles. Ich werde dir keinen Rasierschaum in die Haare schmieren. Willst du nicht? Nein. Nein? Wirklich nicht. Ich würde es aber gerne mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Würde ich nicht. Also Rasierschaum. Sag ich die Wahrheit? Ich will jetzt Rasierschaum in die Haare. Bezichtigst du mich der Lüge oder der Wahrheit? Ich werde es nicht machen. Ja, es war. Glaubst du immer noch, dass ich es nicht machen werde? Ja. Okay. Immer noch? Glaubst du mir immer noch? Ja. Cool. Ja, ne? Ja, ist so cool. Das war vorher abgesprochen, ich wollte es unbedingt. Spaß. Ja, nee, aber das ist schon... Solltet ihr mal ausprobieren. So, try this at home. Geil. Ja. Und ich muss dir auch so eine geile Frisur. Ist ein unvergleichliches Gefühl. Das fühlt sich echt gut an, ich muss dir sagen. Das ist so, oh Mann. Ist, wenn man ein Shampoo in den Haaren hat. So. Mhm. Davon war jetzt eigentlich nicht die Rede. Das waren die Haare, nicht die Schuhe. Oh ey, ich kann nicht mehr. Es kommt alles in meine Nase und meine Augen und es ist so richtig traurig. So. War
verpasst wird, wo ich hinter diesem stehen. Es tut mir leid, es klebt immer noch. Okay. Ja, selbst schuld. Hätte ich auch was anderes ziehen können. Ich werde dir nicht eiskaltes Wasser übers Gesicht schütten. Guck mich an. Wirst du das nicht machen? Nee, werde ich nicht machen. Du schmunzelst wieder so leicht. Wirst du es wirklich nicht machen? Nein. Wirst du es nicht machen? Nein. Ich vertraue dir. Scheiße. War falsch, ne? Was sagst du denn jetzt? Ich hab dir vertraut. Ich sag, du sagst die Wahrheit. Ja. Ja. Okay. Ich bin bereit. Bist du bereit? Nein. Nein, ich auch nicht. Jetzt muss ich ja noch zielen. Ich muss ja schon zielen. Ah. Ready? Mhm. Ja? Ja. Ich mach's bestimmt jetzt über die Couch drüber. Ja? Okay, Achtung. Und? Eigentlich war es noch ganz hoch. So. Meine Hose ist rissenlos. Das hat doch gar nichts gebracht. Selbst Po guckt ganz erschrocken. Scheiß Dreckskerl. Okay. Eher sauber statt Dreck, ne? Wieso hängt hier eigentlich so? Ich werde dir keine Ohrfeige verpassen. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Ohrfeige. Kann ich auch falsch entscheiden, dass du mir eine Ohrfeige gibst? Ja, also du sagst, ich sag die Wahrheit und ich lüge. Sonst nicht. Wenn ich sage, du lügst, dann... Dann hast du einen Joker verloren, aber dann passiert nichts. Hm. Ich würde dir keine Ohrfeige verpassen. Tja, du hast kurz geschmunzelt. So ganz kurz gezuckt, so richtig. Ja. Also, ich sag die Wahrheit. Ja. Tja, du hast wieder geschmunzelt. Also sagst du, ich lüge. Boah, ich bin nass, ey. Nee, ich glaube, du hast eher gezuckt, weil du nass bist und so. Du sagst, ich sag die Wahrheit. Situation. Ja? Ja. Scheiße. Richtig. Da war ihm sein Joker noch zu kostbar. Alter, ich fühle mich nicht mehr normal. Kann ich gar nicht verstehen. Ich fühle mich total normal. Du siehst normal aus, so. Du siehst Hammer aus. Mhm. Ja. Ich sehe immer Hammer aus. Bereit. Nein, wir haben noch voll viele Aufgaben. Ich werde dir nicht deine Hand hinter deinen Rücken... Was steht da? Kleben. Kleben, ja. Ich werde dir nicht deine Hand hinter deinen Rücken kleben. Ja, wirst du nicht? Also kitzelt. Wirst du nicht? Nein, werde ich nicht. Dann glaube ich dir. Glaubst du mir? Ja. Wieso glaubst du mir denn? Habe ich recht? Nein, natürlich nicht. Sonst siehst du die ganze Zeit lügen, Alter. Einmal oben reicht, würde ich sagen. Voll cool Frisur, ne? Ja, scheiße. Nee, mach die Hand. Jetzt klebt das Klebeband am Klebeband. Wie denn? Ja, einmal hier an der Hand und dann einmal rum. Und einmal, ja. Genau. Hier, fang wieder auf. Okay, und jetzt kannst du einmal reinbeißen. Reinbeißen? Was für reinbeißen? Hier. Nein, das geht nicht. Doch. Das hängt jetzt einfach. Nein, hey! Okay. Okay. Shake it, baby. Kannst du mal kurz halten? Ich werde dir nicht mit dem Edding was in dein Gesicht schreiben. Wirst du nicht? Werde ich nicht. Doch, wirst du. Werde ich nicht. Werde ich wirklich nicht. Ja? Ja. Ja. Werde ich nicht. Ich werde dir jetzt nicht... Oder wirst du es ja nicht, ne? Mich in die Hälfte dann... Tja. Ich werde dir jetzt nicht mit dem Edding was in dein Gesicht schreiben. In dein Gesicht? Ich werde jetzt wirklich nichts mit Edding in dein Gesicht schreiben.
Ja, also Wahrheit. Daniel. Du hast nicht gegrinst. Du hast nicht gezuckt. Wenn du dich bewegst, dann bist du immer größer. Ich wollte ein Herz malen. Das ist umgekehrt bei dir. Wenn du dich nicht bewegst, dann lügst du. Und wenn du schmunzelst, dann sagst du die Wahrheit. Scheiße. Okay. Da stimmt doch irgendwas nicht mit dir. Ja, ist was dran vielleicht. So, das geht nicht auf. So, was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Das steht auf dem Kopf. Du musst es einmal umdrehen. Ich werde keine Schüssel Eiswürfel in deine Hose schütten. Ja. Ja? Ja. Warum ziehst du denn die ganze Zeit Lügen? Was bist du denn für einer? Ich bin halt... Ich bin L. Eigentlich bist du L. Das hat keinen Sinn. So, die letzte Aufgabe. Von meiner Seite aus. Halt mal. Ich werde dir nicht dein Bein wachsen. Oh nein! Du lügst. Da habe ich Angst. Ich lüge. Ja, das hatte ich ja schon mal bei irgendeiner anderen Challenge so. Ich werde dir nicht dein Bein wachsen. Ja, ja, du lügst. Ja, verdammt, ich habe gelogen. Ja? Ja. Okay, letztes Mal. Ich weiß es auch gar nicht. Leute, das ist nicht lustig, wenn ihr Bein wachsen. Ich habe zwei Zettel. Okay. Ich weiß es auch gar nicht, ob ich jetzt einen Punkt bekommen habe oder mal nicht. Das ist echt schwierig. Hier, dann die letzte Aufgabe. Ich bin jetzt so aufgeregt, ich habe gar nicht auf die Punkte geachtet. Ja, auch nicht. Ich bin auch richtig nass. Ich habe mich auf die Eiswürfel für dich gefreut, aber... Was hat dich gerade gezogen? Ich werde keine peinliche Nachricht an einen deiner Kontakte verfassen. Wirst du nicht. Nein, werde ich nicht. Wirst du nicht. Nein, werde ich nicht. Du wirst mir keine peinliche Nachricht, du wirst keine peinliche Nachricht jetzt an jemanden von meinen Kontakten schicken. Gar keine. Ich weiß nicht, ob du mich triggern willst und sagen, du willst. Wirst du nicht. Nein. Ich glaube, du lügst. Was, wieso denn? Weil du gelacht hast die ganze Zeit. Ja, dann ist aber die Wahrheit. Was passiert denn jetzt? Gar nichts. Gar nichts. So. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert diesen Kanal nicht. Denn jeden Donnerstag und Sonntag um 14 Uhr kommt ein Video online. Folgt ihm auf Instagram. Er postet zwar nichts, aber er freut sich. Mir auf Instagram. Ich poste regelmäßig Stories, Beiträge, Tanzvideos und alles. Und ich freue mich jetzt auf, mich sauber zu machen. Darauf. Ja, schreibt mir eure Videoideen gerne in die Kommentare. Und besonders, ob ihr gerne einen zweiten Part haben wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao! Ah, ich habe mir Bauchhaare ausgerissen. Oh, alter Falter. Junge. Hä? Jeder Mensch hat am Bauchhaare. Ah, ah. Ach nee. Ah, ah, alter. Ah, es tut weh. Echt? Ja, es tut weh. Oha! Alter, Alter. Oha, ich geh jetzt. Das war's für mich. Tschüss.